Ah, ist wieder hell geworden. Richtig schön. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And then she saw them, elusive, shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. Ah, da sind wir überall gewesen. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. I wonder. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Senua, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. Mm-hmm. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she is still watching over. She misses her so much. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück zum nächsten Tor. Kann ich mir gut vorstellen. Weil wir hatten ja vorhin zwei Türen. Wir konnten uns ja entscheiden zwischen Feuer und Illusion. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir noch in den nächsten müssen. Nein, nicht normal. Thank you.
zu zweit. Und jetzt sind wir zu dritt. Hinter mir, das ist richtig gut. Na, oh, mega knapp. Die Büsche. Auf schönem Weg, damit man richtig sieht. Hinter mir. Oh. Der ist angeschlagen. Der muss jetzt gleich tot sein, wenn man ihn dann trifft. So. Ich habe doch hier gerade einen Stein gesehen. Den kennen wir noch nicht. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. So, was machen wir hier mit der Türe? Okay. Stop. Ja, gucken wir mal, was hier drin ist. Ah ja, ich glaube, da sind wir hergekommen. Genau. Dann müssen wir jetzt in das Tor gehen. Geht die Mutter, ne? Wahnsinn. Direct.
wieder ein zweiter aufgetaucht. Ah, nein, stopp. So schnell. Ah, da ist noch einer. Lass das nicht gleich noch einer kommen. It's nearly over. Find a good position. Let them surround you. Nein. Oh nein. Jetzt sind wir zu dritt. Mal schnell gucken, ob hier noch was war. Dass wir da einfach ganz gekonnt vorbeilaufen. Focus. Focus. Haben wir hier irgendwas? Hier geht's nach oben. Oh. Da wurden die Leute verbrannt. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Okay, das kann man wohl noch nicht öffnen. Wahrscheinlich wieder irgendwas suchen. Könnte das ein Baum sein? So, das passt ja ganz gut. Das müsste es sein, ne? Braucht man eine Fassade. Das
müsste es gewesen sein. The Hellhand is sealed for the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate and you will see that it has opened. Gut, gut. Wenn es sich geöffnet hat, dann können wir ja mal gucken, was sich dahinter verbirgt. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Ja, das sieht mir so aus, als müssen wir jetzt gleich wieder kämpfen. Leichter. Dann kümmere ich mich um den anderen. Ist der Kampf gerecht? Ja. Weiß nicht. Was? Ja. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay, das Feuer finden. Jetzt auch das Tor hier offen.
Okay, irgendwas habe ich nicht richtig gemacht. Look at it!